Und seid damit wieder ganz, ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Silent Hunter 3, ihr Seeratten. Ja, jetzt kann ich die Mission normal spielen. Ich habe zwar vorhin schon gespielt, war auch schon so weit durch gewesen, bis ich gemerkt habe, dass mein Aufnahmeprogramm nicht aufgenommen hat, obwohl ich die Aufnahme gedrückt habe. Naja, spielt jetzt halt normal. So, dann werden wir mal so die Torpedos wieder auf 2 umrüsten. Ausrüstung war ja nix gewesen. Außer die Flak-Zwilling. Das haben sie, das ist schon installiert. Das haben wir schon vorhin gemacht. Aber da hat, wie gesagt, da hat sie leider nicht aufgenommen. Gut. Hier war sogar alles klar soweit. Denn let's go, let's do das zu AN47. Ja. Apropos, ich habe Neuigkeiten. Ich werde mir, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich mir einen Gaming-PC hole. Und ich habe jetzt soweit auch einen guten rausgesucht. Hat auch einen schönen Preis. Und ja, ich denke mal, dass ich mir den zum Spätherbst kümmert. Entschuldigung, Spätherbst, Anfang, Winteranfang. Herr Kaloin, große Fahrt voraus. Holen werde. Aber erstmal möchte ich ganz gerne Anno sage ich schon, Silent Hunter 3 jetzt hier noch durchbringen, weil dieser PC wird dann kein Laufwerk mehr haben, denn. Ja, bin ich mal gespannt, wann. Schön, ich bin ein bisschen müde. War gestern, mein Vater ist jetzt um 60 geworden. War ein, naja, anstrengender Tag ein bisschen gestern. Noch einkaufen gewesen, das und das gemacht. Heute war der Feuerwehreinsatz gewesen noch. Zum Glück war es nur ein Fehlalarm gewesen. Also wir konnten dann innerhalb von, naja, nach 20 Minuten wieder abrücken. Und ja, und jetzt natürlich die ganze Wärme und alles, da ist man sowieso ein bisschen geredert. Morgen ist wieder arbeiten angesagt. Und dann ist ja nachher auch bald dann Feierabend. Bis Sonntag muss ich jetzt noch durchhalten, durchziehen. Und dann wird es soweit sein, dass wir dann 2 Wochen Urlaub irgendwie haben. Und da denke ich mal, werde ich dann ein bisschen mehr aufnehmen können und dann werde ich auch wieder ein paar Folgen da rauskloppen können. Schiff gesichtet! Oh. Jawohl, Herr Kaloin. Große Schiff Fahrt gesichtet! Voraus. Lage! Wie gesagt, also den PC weg auf jeden Fall holen und
dass man auch mal ein bisschen neue Spiele aufspielen kann. Und ich hoffe, dass ich dann auch wieder Anno 1602 spielen kann. Bei Anno 1503 möchte ich ganz gerne auch, also ich möchte die ganze Anno-Trilogie machen. Warcraft 2 fehlt mir gerade jetzt so die Luft dazu. Aber die kommt noch. Denk mal wirklich jetzt hinterher, ja, was kommt denn? Weil wie gesagt, momentan ist auch Arbeit sehr viel Luft, Tagung über Tagung über Tagung. Und da möchte ich mir erstmal ganz gerne erstmal auf. Das konzentrieren, dass wir jetzt zum Beispiel die Bühne bringen, denn nach und nach alles dann. Trondheim, so sieht es aus, wenn Norwegen gefallen ist. Sieht so aus, als wenn. Ja, auch schon. Soweit es geht, Frankreich gefallen ist. Marseille ist neutral. Hier haben wir Portugal. Hier machen wir große Fahrt voraus, nicht dass wir Probleme bekommen mit dem Sprit. Gewesen. Aber na gut.
da steckst du halt nicht drinne. Der fährt schnell, das war vorhin ein Tanker gewesen, so ein T2 Tanker, könnte aber auch ein T3 Tanker sein, also die fahren ja relativ sehr schnell. Aber mal gucken, was das jetzt ist, aber vorhin, das wird jetzt natürlich richtig mies jetzt. Steckt nicht drin. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Seerohrtiefe. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Verdammt, ich bin da dran, ey. Ups. Das wäre wieder schief gedrückt. Gut, wenn wir nach Scarpa Firma rinfahren, dann gucken wir, was da schon drin liegt. Vielleicht haben wir Glück.
geht, aber ich kann es nicht versprechen. Wäre auch mal schön. Also ich möchte mal wirklich mal jetzt so einen richtig dicken Pott mal wieder für die Linse kriegen. Also schön Schlachtschiff mal jetzt. Wäre auch mal schön. Jawohl, Herr Kaloin. Nicht drinnen. Schade. Okay, da können wir nichts machen. Ich hätte wenigstens gehofft, dass was drin ist, aber... Aber ich glaube, dafür wird es nachher dann kommen, wenn wir nach... uns im Mittelmeer rumversetzen lassen. Da ist ja die Welt voll mit. Größeren Pütten denn.
Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin! Seerohrtiefe! Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin. Seerohrtiefe. Gleich wieder da. Schiff gesichtet! Bei den Bergen weggeschützt. Thank you.
Jawohl, Herr Kaloin. So. Machen wir doch anders. Gehen wir mal Doppelschuss machen auf den Einzelschuss. Jawohl, Herr Kaloin, alle Maschinen stoppen. Rohr 2, los! Rohr 3, los! Rohr 4, los! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin! Ausblasen! Ah, der Unifiziert. Nicht so wohl. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus! Ah, hier, das kleine schnelle Boot. Thank you.
da liegt über die Tür rum, aber... Was Größeres liegt nicht. Ja, schön, dass ich jetzt wieder jetzt hier rinfahre, aber wie gesagt, das sind 10.000 Tonnen, sichere Tonnen. Und die möchte ich schon mitnehmen. Jawohl, Herr Kaloin! Jawohl, Herr Kaloin! Rohr 1, los! Rohr 2, los! Rohr 3, los! Torpedotreffer! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin. Thank you.
dass wir da ein paar Torpedos sparen und noch wenigstens ein bisschen Tonnage noch jetzt machen können. Keine Munition mehr, nimm jetzt explosive Schüsse. Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin!
Jawohl, Herr Kaloin. Kleine Fahrt voraus. Alle Maschinen stoppen. Rohr 1, los! Ins 50, mal gucken. Da bloß das explodiert. Rohr 2, los! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin. Ausblasen! Ein Drittel Fahrt voraus. Alle Maschinen stopp! Jawohl, Herr Kaloin. Schiff gesichtet. Jawohl, Herr Kaloin. Jawohl, Herr Kaloin. Volle Fahrt zurück. So, dann wollen wir mal Rohr 5 fertig machen. Rohr 5, los! Torpedotreffer! Jawohl, Herr Kaloin, ausblasen!
Jawohl, Herr Kaloin. Volle Fahrt voraus. Ne? Schiff gesichtet! Jawohl, Herr Kaloin! Thank you.
Rohr 3, los! Rohr 4, los! Jawohl, Herr Kaloin. Große Fahrt voraus. So, da wir nur noch Torpedos haben. Wenn der Lago scheiße ist, ne? Würde ich sagen. Beenden wir die Patrouille. Wir haben 34.986 Tonnen versenkt, 10 alliierte Schiffe versenkt. Und ja, wir fahren jetzt zurück zur Basis, wa? So, da haben wir versenkt. 8 Handelsschiffe mit 23.311 Tonnen. Und 2 Kriegsschiffe, einen leichten Kreuzer und eine Korvette mit jeweils 11.675 Bruttoregistertonnen. Sehr schön. So, dann wollen wir doch mal gucken, gibt es jetzt schon was Neues? Nope. Nö. So, wie kommst du eine Auszeichnung? Ja, komm, du. So, Medaillen haben wir jetzt. Zweimal das Kreuz erster Klasse bekommst du. Und ja, komm her. Jetzt bekommst du so Qualifikation. Du wirst Sanitäter. So, meine Lieben, und damit wäre die Mission jetzt auch soweit erledigt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich denke mal, wir werden uns bei der nächsten Folge von Silent Hunter 3 wiedersehen, ne? Mal gucken, wo es denn hingeht. AN73. Ah, jetzt ist die englische Ostküste also dran. Ne? Nun gut, denn... Liebe Leute, habt einen schönen Tag, eine schöne Woche, genießt die Zeit und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also bis denn, tschüss und reingehauen.